Weihnachtsmann, sag mir, wieso bist du so schlau? Woher kennst du ganz genau den Weihnachtswunsch von jedem Kind? Dass ich so gern ein Fahrrad möchte. Gelbe Streifen will mir recht und Speichen, die wie Silber sind. Weihnachtsmann, ich hab dir einen langen Brief geschrieben, dass dich alle Kinder lieben und ich hoffe, du liebst auch mich. Ich weiß, es ist soweit schon bald, dass in der Winternacht so kalt Kinder lachen laut erschallt. Jetzt weiß ich, warum ich mich nicht öfter tarne. Vor allem, wenn das Tarnkostüm keine Füße hat. Das Porträt ist fertig. Es wartet nur noch darauf, von dir signiert zu werden. Ein Meisterwerk, Trixie. So. Ich glaube, es wird Zeit, Feierabend zu machen. Ich werde schon mal aufräumen. Bevor du damit anfängst, komm mal mit und guck dir das an, Trixie. Gilfi, Weihnachtsmann, ich möchte euch meine neueste Erfindung vorführen. Das muss ich mir von nahem ansehen. Sehr beeindruckend. Was ist das? Das ist ein Teleporter. Aha. So ein Teleporter kann alles und jeden von einem Ort zu einem anderen Ort transportieren. Passt mal auf. Ich gebe die Koordinaten ein und aktiviere dann die Startsequenz. Nicht schlecht, was? Nicht schlecht. Ich würde sagen, es ist brillant, Jordi. Habt ihr vielleicht Lust, mit mir eine Testfahrt zu machen? Du hättest die Einstiegsluke ruhig etwas größer machen können. Alle Passagiere fertig machen für den Start. Es geht los. Oh, was ist denn jetzt passiert? Geschafft! Diese Hohlköpfe sind endlich weg! Kein Weihnachtsmann mehr, keine Elfen, kein Weihnachtsfest mehr! Jetzt wird sich ja einiges ändern. Oh, diese blöden Glaswände, die will ich ein für alle mal los. Ab jetzt bin ich hier der Boss. Oh. Was ist passiert, Jordi? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der Teleporter hat irgendwie nicht richtig funktioniert. Wo sind wir hier? Das dort hinten ist der Storchenberg. Das heißt, wir befinden uns nicht weit vom Dorf. Trixie, benutze deine Zauberkräfte und wirf mal einen kurzen Blick über die Baumwipfel. Ist gut. Oh, ich kann es gar nicht glauben, Freunde. Das müsst ihr euch unbedingt selbst ansehen. Wo sind wir? Verstehe ich nicht. Es ist eindeutig unser Dorf. Es sieht nur ganz anders aus. Träume ich etwa? Nein, es ist alles echt. Wir sind in unserem Dorf im Jahr 2222. Ist ja Wahnsinn. Dann muss ich die erste Maschine fürs Zeitreisen erfunden haben. Ja, aber nur aus Versehen. Mama, warum trägt dieser Onkel so komische Sachen? Psst, nicht so laut, Schatz. Wahrscheinlich ist er ein Tourist. Was denn? Erkennst du ihn etwa nicht? Das ist kein Tourist, das ist der Weihnachtsmann. Weihnachts was? Ja, bei meinem Bart. Hier hat sich aber in der letzten Zeit einiges verändert. Und noch viel mehr, als du glaubst, Weihnachtsmann. Sieh mal dort. Oh, ich traue meinen Augen nicht. Warum hat hier jemand eine Statue von Grankelbart aufgestellt? Vielleicht wollte man dem größten Miesepeter der Gegend ein Denkmal setzen. Wir fahren fort mit dem Studium des faszinierenden Lebens unseres über alles geliebten Dorfmonarchen Grankelbart. Sind eure Computer jetzt eingeschaltet? Herbert, womit beschäftigst du dich da? Mit nichts weiter. Nichts weiter? Und was ist das? Bloß der Weihnachtsmann. Was ist nur los mit dir? Wie oft muss ich es dir noch sagen? Sowas wie einen Weihnachtsmann hat es nie gegeben. Aber nichts mit aber. Wenn du so weitermachst, muss ich dich gern teilbar. Christine,
Störung, Fehler, System, Störung, Fehler. Der Weihnachtsmann. Weihnachtsmann, du bist es wirklich. Wer sagt's denn? Nicht alle Kinder haben vergessen, wer ich bin. Ich wusste, dass du keine Legende bist. Dich gibt's wirklich. Ich und eine Legende? Wo hast du denn das nur her? Woher schon? Von unserem Robolehrer in der Schule. Sag mal, mein Freund, vielleicht kannst du uns einige Dinge erklären. Wie kommt es nur, dass sich hier niemand mehr außer dir an den Weihnachtsmann erinnern kann? Das gibt's doch nicht. Der Robolehrer würde, dass einer von diesen kleinen Flegeln immer noch an den rot gekleideten Trottel glaubt. Sag mal, meinst du etwa den Typen da oben auf dem Bildschirm? Bist du verrückt geworden? Es gibt keinen Weihnachtsmann. Nein, das ist eine Finte, eine Fata Morgana, eine Illusion. Das muss ein Trickfilm sein. Das ist unmöglich. Für den Weihnachtsmann ist überhaupt nichts unmöglich. Halt gefälligst den Mund, du Nichtsnutz. Na schön, er ist wieder da, aber das macht nichts. Ihn loszuwerden dürfte nicht schwer sein. Achtung an alle Roboter, sofort jeden verhaften, der einen weißen Bart oder einen roten Mantel trägt. Und plötzlich war der Weihnachtsmann von der Bildfläche verschwunden. Mit den Jahren glaubten immer weniger Kinder an ihn. Verschwunden, sagst du, wie denn das? Denk nach, Trixie. Es sind inzwischen mehr als 200 Jahre vergangen, seitdem wir in die Zukunft gereist sind. Und seitdem sind keine Weihnachtsgeschenke mehr verteilt worden. Und gleichzeitig muss Krankelbart allen Kindern erzählt haben, dass es dich nie gegeben hat. Sag mal, Herbert, wie kommt es aber nun, dass du als Einziger noch an mich glaubst? Ich habe ein Bild von dir, das du einem meiner Vorfahren mal vor vielen Jahren geschenkt hast. Bei meinem Bart. Aber das sieht ja aus wie eins von den Porträts, die ich von dir gemalt habe. Oh? Weißer Bart, roter Mantel. Du bist festgenommen. Ist das wirklich dein Ernst? Ja. Und mit wessen Hilfe willst du mich ins Gefängnis bringen? Oh, ich glaube, darauf kann ich dir eine Antwort geben. Herbert, ich nehme doch an, du kannst schwimmen, oder? Na klar. Gut, denn ich bin ziemlich sicher, dass diese Metallklötze es nicht können. Mir nach! Hey, ich kann nicht schwimmen, was mache ich? Jordi, du hast doch Zauberkräfte. Weißt du das nicht mehr? Es wäre vielleicht eine gute Gelegenheit, sie zu benutzen. Ach ja, das habe ich ja glatt vergessen. Lass mich schnell nachdenken. Miau. Des rot gekleideten Trottels verloren, hä? Du Aufschrott! Vermutlich versteckt er sich irgendwo im Wald. Die Suche fortsetzen. Irgendwann muss sich der Trottel ja zeigen. Und wenn er das tut, schnappt ihr ihn euch. Verstanden? Laut und deutlich, Herr! Und was dich betrifft, geh rüber zur Werkstatt und halt Ausschau. So wie dieser Dickfanz sich dort blicken lässt, will ich es sofort wissen. Jetzt Krankelbart-Roboter für immer los. Die sind keine Gefahr. Sie werden von Trollen zusammengebaut und die Software ist über 3 Wochen alt. Was machen wir nun als nächstes, Weihnachtsmann? Wenn uns Jordis Maschine in die Zukunft schicken konnte, dann kann sie uns vielleicht auch wieder in unsere richtige Zeit zurückbefördern. Lasst uns also schnell in die Werkstatt gehen. Was für eine Werkstatt? Davon habe ich noch nie was gehört. Dort machten wir das Spielzeug. Es ist ein sehr großes Gebäude mit einer riesigen Glaskuppel obendrauf. Oh, aber das ist doch innerhalb der verbotenen Zone. Innerhalb der verbotenen Zone? Wir dürfen nicht mal in die Nähe kommen. Krankelbart hat uns gesagt, dass dort Monster leben. Oh, er nimmt euch auf den Arm. Die einzigen Monster in dieser Gegend hier sind weit und breit Krankelbart und Gugor. Da unten ist unsere Werkstatt. Aber Krankelbart hat sie von einer dicken Eisschicht einschließen lassen. Psch, auf uns wartet ein Empfangskomitee. Es ist Gugor. Ja, was gibt's? Hier, Gugor, rufe Krankelbart. Hier, Gugor, rufe Krankelbart. Hier, Gugor, rufe... Das reicht, ich bin hier, was willst du? Ich wollte nur Bescheid sagen, dass hier nichts los ist. Ende. Ja. Um das zu sagen, störst du mich in einen schönen Albtraum? Alter Schreihals. Gugor wird kein Hindernis sein, aber die Roboter könnten uns Schwierigkeiten bereiten. Diese alten Dosen, pass auf. Herbert? Kannst du mir mal bitte kurz deinen Magnet borgen? Na klar, wofür brauchst du ihn denn? Wirst du gleich sehen.
Hey, wie hast du denn das gemacht, Jordi? Jeder von uns Elfen hat seine ihm eigenen Zauberkräfte, musst du wissen. Bis auf einen zumindest. Gilfi ist zurzeit noch Elfenlehrling. Lass den Kopf nicht hängen, Gilfi. Eines Tages wirst auch du deine Zauberkräfte haben. Eines Tages. Wir schreiben das Jahr 2222 und ich habe immer noch keine. Zufällig das hier suchst? Meins sieht genauso aus, aber es steht nicht so wie deins auf dem Kopf. Man könnte fast denken, er hat in den 200 Jahren überhaupt nichts dazugelernt. Keinen Schritt weiter, ihr dürft nicht in die Werkstatt. Ich höre wohl nicht richtig. Ich lasse mir von niemandem vorschreiben, ob ich in meine Werkstatt darf oder nicht. Jordi? Seid vorsichtig, geht zur Seite. Gesund und munter. Ich stehe tief in deiner Schuld. Meinst du, du kannst diese Maschine in kurzer Zeit wieder funktionstüchtig machen? Ich werde mein Bestes geben. Aha, deswegen ist die Sache schiefgegangen. Jemand hat während des Transfers das Kabel durchgeschnitten. Der Teleporter hätte uns womöglich sonst wohin schicken können. Ich habe das Gefühl, als ob Grantelbach dahinter steckt. Du hast recht, Weihnachtsmann. Er hat sein Werkzeug liegen lassen. Ich glaube, ich muss ihm mal eine Lektion erteilen. Jawohl. Oh. Wie lange denkst du, wirst du brauchen, um die Maschine wieder auf Vordermann zu bringen? Eine Weile wird's schon dauern. Elektrische Stromkabel zu flicken ist nicht gerade ein Kinderspiel. Das muss ich doch beschleunigen lassen. Gilfi, die Spielzeugmaschine, meinst du, sie könnte doch funktionieren? Also, ich wüsste nicht, warum nicht, Weihnachtsmann. Sie ist nur etwas eingestaubt. Tja, jetzt nicht mehr. Könntest du mir vielleicht ein paar davon machen? Klar, kein Problem. Trixi, du und Herbert, ihr geht bitte ins Spielzeuglager und holt mir Weihnachtsschmuck, Lametta und alle Teddybären, die ihr finden könnt. Macht schnell. Schön. Und was soll ich machen, Weihnachtsmann? Tja, wie wär's denn mit Aufräumen? Na gut, wenn's unbedingt sein muss. Ich hab dir ja gesagt, dass du bei mir was gut hast. Für wen sind die denn gedacht? Die sollen eine Überraschung für Grantelbart werden. Oh, Frühstück, habt ihr den rotgekleideten Trottel gefasst? Er wurde gesichtet, konnte aber nicht festgenommen werden. Was? Sein Fahrzeug wurde von fliegenden Rentieren gezogen. Was? Wir konnten leider nichts unternehmen. Das Frühstück gibt es nachher. Das kann nicht sein. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viel Spaß gehabt wie heute. Lande bitte direkt vor der Schule, Rudolf. Geht klar, Weihnachtsmann. Es ist ein wunderbares Gefühl, wieder zu fliegen. Mit Hilfe von etwas Zauberglitzerstaub erwecken wir erst einmal die Aufmerksamkeit der Kinder. Danach gehen wir in die Vollen und zeigen ihnen, wer der Weihnachtsmann ist. Oh,
Weihnachten verteilt ihr Geschenke an alle Kinder in der ganzen Welt. Wow! Mhm. Toll! Wir müssen jeden verhaften, der einen weißen Bart und einen roten Mantel trägt. Ich verstehe. Wenn das so ist, werdet ihr viel zu tun haben. Ich muss dich kaputt. Hm, diese herrenlosen Blechbüchsen. Bleib stehen! Oh nein! Dieser kleine Mann hier ist für dich, Herbert. Und die restlichen sind alle für euch. Weihnachtsgeschenke, das ist ja zum Ausrasten. Aber dieser rot gekleidete Trottel hat keine Chance gegen das, was ihn jetzt erwartet. Willkommen in der Zukunft, Weihnachtsmann. Du hast noch kein Spielzeug angefertigt, das gegen dieses hier bestehen kann. Ich hoffe, du bist bereit, Glühbirnennase, denn jetzt kommt die virtuelle Gemeinheit. Kommst du nächstes Jahr wirklich? Jedes Jahr zu Weihnachten. Mit Geschenken für uns? Und wenn ihr brav gewesen seid. Komisch, man könnte denken, es gäbe irgendein Problem. Hinter dir, Weihnachtsmann, die Statue. Oh! Jetzt ist Schluss mit nett sein! Zurück mit euch ab in die Schule! Und zwar, Danny, ich hab hier schwer zu stapfen. Pech, was, Weihnachtsmann? Keins von deinen Spielzeugen ist so groß und böse wie das hier! Hast du vielleicht eine Idee, was wir tun sollen, Weihnachtsmann? Ich hab eine. Schnell verschwinden von hier! Hier hast du jedenfalls keine Angst! Ich wollte dir keine Angst machen! Ich will dich platt machen! Wie lange halten wir das nicht mehr aus? Die Statue ist einfach zu stark für uns! Nicht nur das, ich glaube, ich muss jeden Augenblick nie... Einen besseren Moment hättest du dir nicht aussuchen können! Wir können doch hier nicht einfach untätig rumstehen! Ja, wir müssen helfen, den Weihnachtsmann zu retten! Und zwar sofort. Aber wir können ihm helfen. Die Statue ist stärker als wir. Wir haben noch alle einen Magneten dabei, oder was? Ja! Hey, was ist denn jetzt los? Was passiert da? Freunde, ihr habt die Situation gerettet. Ein Problem gibt's noch. Wir müssen noch den Weg in unser Jahrhundert zurückfinden. Hoffentlich funktioniert die Maschine wieder. Müsst ihr jetzt wirklich schon wieder zurück, Weihnachtsmann? Ich fürchte, ja. Ihr werdet uns fehlen. Nur keine Angst. Wir kommen wieder, Herbert. Wir kehren einen klitzekleinen Moment vorher, bevor Grantelbart das Kabel durchgeschnitten hat, in unsere Zeit zurück. So wird es ihm nicht gelingen, jemals Herrscher über unser schönes Dorf zu werden. Und jedes Jahr zu Weihnachten bringt euch der Weihnachtsmann ein Geschenk mit. Grantelbart, seine Überraschung überhaupt gefallen? Nicht annähernd so gut, wie sie den vielen Kindern gefallen hat. Eines Tages krieg ich dich! Rotgekleideter Trottel! Fertig! Also wenn meine Berechnungen stimmen, sind wir im Nu wieder zurück in unserer Zeit. Wenn deine Berechnungen stimmen? Vielleicht solltest du sie nochmal überprüfen, um auch wirklich sicher zu gehen. Ich möchte nämlich nicht in der Steinzeit als Mittagessen von irgendeinem Dinosaurier enden. Hey Herbert,
Kannst du uns mal einen Gefallen tun? Klar, du musst mir nur sagen, was ich machen soll. Stöpselst du mal bitte, wenn wir alle in der Kapsel sind, diese beiden Enten hier zusammen? Aber gern, kein Problem. Herbert, nachdem wir weg sind, wird der Lauf der Geschichte verändert. Du wirst dich an nichts mehr von all dem erinnern können, weil es niemals geschehen ist. Aber ihr kommt wieder. Ganz bestimmt, das verspreche ich dir. Mach's gut, wir sehen uns dann Weihnachten. Ich freue mich, dich hier zu treffen. Was hast du denn so getrieben? Nichts. Ich habe nur einen kleinen Spaziergang gemacht. Sag mal, hast du so etwas immer dabei, wenn du spazieren gehst? Das ist ein Geschenk für dich. Eine hübsche Heckenschere. Nun brauchst du nur noch eine Hecke. Jetzt bin ich genug spazieren gegangen. Jetzt bin ich erst mal diese blöden Blashände. Und Weihnachtsmann, weißt du schon, was wir Herbert in ferner Zukunft schenken werden? Bis dahin bleibt uns noch viel Zeit. Aber wir werden sicher etwas finden, worüber er sich freut. Weihnachtszeit, nun ist es bald soweit. Das Schlittenglöckchen schellt. Sternenglanz ihn nach der Held. Der Weihnachtsmann beschenkt die Welt. Drin sein wird. Ein Weihnachtsmann! Er sieht genauso aus wie der echte.